Direkthilfen und Soforthilfen, wie sie jetzt der Staat und das Land durchziehen bzw. geplant haben, nach langem Druck auch der Gewerkschaften, der Bevölkerung und der Oppositionsparteien, die können nie eine Hilfe sein bzw. eine Lösung sein. Sie sind eine schnelle Hilfe, eine kurzzeitige Entlastung, die aber in den meisten Fällen mit dieser Unatantum-Zahlung höchstens reicht, die nächste Stromrechnung für einen Haushalt zu begleichen, aber schon bei der zweiten Rechnung ist man wieder am Limit. Wir kommen nicht drum herum, wenn wir die Leute nicht anlügen möchten, zu sagen, wenn wir die Strompreise wieder selbst mitgestalten möchten, dann müssen wir die Spielräume, die uns vom Autonomiestatut gegeben sind und die wir auf rechtlicher Ebene auch haben, ausnutzen. Vor allen Dingen müssen wir ergebnisoffen arbeiten und auf allen Ebenen arbeiten. Das heißt, wir müssen auf den kleinen Ebenen von den Bürgergenossenschaften oder von den Erleichterungen im Photovoltaikbereich oder auch für Mini-Windkraftanlagen für den Hausgebrauch, die es ja auch in anderen Ländern bereits gibt, hier wirklich innovativer und offener werden und vor allem die bürokratischen Abläufe erleichtern und dann eben auf den verwaltungstechnischen Ebenen und auf dem Wechselspiel mit dem Staat, was eben Regulierung anbelangt, was Tarifzonen anbelangt, auch hier aktiv werden. Das Energieproblem ist momentan das, was den Bürgern unter den Nägeln brennt, und eine Landesregierung wie die jetzige, die seit Monaten oder mittlerweile Jahren auf der einen Seite sagt, sie kann nichts machen, sie glaubt, sie hat da keine Zuständigkeiten, das ist einfach eine Mutlosigkeit und ein falscher Ansatz. Wenn in der Südtiroler Geschichte das früher so gewesen wäre, in der Generation von Maniago oder Benedikter und wie sie alle geheißen haben, dann würde es heute sehr, sehr schlecht um die Südtiroler Autonomie ausschauen. Also wir Freiheitlichen verlangen schon, dass die Südtiroler Landesregierung, auch die Südtiroler Volkspartei im engeren Sinne, dass die endlich zu dem Thema auch mit Mut und Gestaltungswillen einen Schritt voran machen und alle Spielräume, und seien sie auch noch so klein, ausnutzen.